Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Girls Life Fashion Star. Oh, es geht weiter. Ich habe gute Nachrichten, Maika. Was denn? Worum geht es, Barbara? Ich möchte dir Patrick Nielsen vorstellen, einen sehr guten Designer, der Albert Dark Horse Platz als unser Modeexperte einnehmen wird. Ich weiß nicht, ob du wirklich Modeexperte bist, du. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe bisher nur Gutes von dir gehört. Deine Arbeiten auf dem Laufsteg in Mailand letzte Saison waren überaus interessant. Ich bin sehr froh, dich an Bord zu haben. Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Als Barbara mich anrief, habe ich nicht eine Sekunde lang gezögert. Ich bin so froh, Patrick. Du wirst uns sicherlich eine große Hilfe sein. Ich werde mein Bestes tun, um Albert zu ersetzen. Das weiß ich. Auf dem Weg zum Surfunterricht. Anna, du wirkst so abwesend. Geht es dir gut? Ist etwas passiert? Ja, nun, es ist nichts Schlimmes. Weißt du, vor ein paar Tagen kam ein Modelagent bei einem meiner Fotoshootings vorbei. Er arbeitet bei der größten Agentur in Paris. Sie wollen, dass ich nach Paris komme und ihr Topmodel werde. Ich werde dich sehr vermissen, aber für dich ist das fantastisch. Akari hatte recht, womit? Was, jetzt laufen mir die Models auch noch weg? Als wir dich in diesem Club tanzen sahen, hatten wir nicht den geringsten Zweifel. Wir wussten immer, dass du eines Tages auf dem besten Laufstiegen der Welt laufen würdest. Nun, Maika, es ist noch nicht endgültig, weißt du. Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich weiß, dass das eine große Chance für mich wäre. Mach dir keine Gedanken, Anna. Ich weiß, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. Ey, die hat einen Vertrag bei uns. Hallo, die hat einen Vertrag bei uns. Kann ich einfach so mal hier flupp raus? Das geht nicht. Was soll denn das? Jetzt laufen mir die ganzen Leute davon. Ich glaube, es hackt. Taschen mit einem langen Schultergurt oder große nah am Körper gelangen Taschen liegen im Trend. Okay. Jetzt hauen wir noch die Leute ab. Schon wieder. Immer noch. Ich muss wahrscheinlich wirklich dieses Girls Rock Ding rocken und dann fertig. Auf jeden Fall haben wir Geld. Allgemeine Hinweise. Ja, Unterteile, Blusen, T-Shirts. Taschen. Aber es gibt keine rockigen Taschen. Das ist das Problem. Verziere einen Girlfuck mit ein paar schwarzen Streifen oder glänzenden Streifen. Sind voll im Trend, ja. Dunkle Farben. Ja, ich weiß nicht, Girls Rock ist halt so. Ich finde, das ist so mehr hier, so ein bisschen, was das Design angeht. Streifen mit Shirts sind momentan. Der ist gerade nicht verfügbar. Auch nicht verfügbar. Leggings sind voll im Trend, ja, super. Gerade nicht verfügbar. Gerade nicht verfügbar. Ach, verdammt. Die Frau ist verfügbar. Jetzt suche ich ja ewig und drei Tage, bis ich da was finde. Schuluniform. Ich hätte eigentlich lieber eine Hose. Vielleicht müssen wir doch mal Klamotten kaufen. Da werden wir wohl in den sauren Apfel beißen müssen.
Dann haben wir es bald. Ist mir jetzt egal hier. Moment, die Schuhe? Echt, das sind... Wir haben halt keine Girls-Rocktaschen. Dann gehen wir wahrscheinlich mal so ein paar Sachen kaufen. So, Baba haben wir. Gar nicht verfügbar. Auch nicht verfügbar. So, mein Freund. Zeig mal, was du kannst. Hallo Maike, anscheinend hat der Trend sich geändert. Wollen wir einen Blick darauf werfen? Gerne. Tja, das ist das gleiche Blödsinn. Okay. Dann schmeißen wir alles raus. Ich bin kein Fan von der roten Leggings. Die rote Leggings kommt auf jeden Fall raus. Das interessiert mich jetzt weniger. Ich muss alles rauswerfen. Sonst heißt es wieder, meine Kollektion. Ist so voll. Und das wollen wir ja nicht. Ich habe keine glänzenden Streifen. Also wir werden mal bei Oberteile gucken, ob wir Oberteile kaufen können. Dürften keine Sachen in der Kollektion drin sein. Dich behalte ich. Das sind 1, 2, 3. Okay, schon mal 3 Sachen von 15. 3, 4, ne? 4, okay. Dann gehen wir nochmal los. Einkaufen. Ja, ja, heul nicht rum. 4. Können wir nochmal Klamotten, Stoffmuster. Hier. Ich wüsste, was davon so Rock ist, ne? Vielleicht finden wir das eine noch. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, du bist garantiert kein Rock. Ja, das würde ich auch selber hinkriegen. Aber wie man sieht, die haben keine Angst vor Farben oder so, ne? Und vor Mustern. Ich hätte ganz gern aber eigentlich auch mal so Jacken oder sowas. Ja, das kriege ich aber auch alleine hin. Na gut, dann habe ich jetzt 5 Sachen. So. Das heißt, 10 Sachen muss ich noch machen. Kriegen wir aber hin. Gehen wir nochmal ganz kurz zu Motiven. Das ist nicht rockig, Leute. Rücken. Ich habe ja auch schon so viel gekauft. Der Stern wäre eigentlich nicht schlecht. Ja.
Die haben auch gesagt, so glänzende Streifen, aber ich habe keine glänzenden Streifen hier. Aber das sieht nicht glänzend aus, das sieht eher so nach Augenkrebs aus. Muss ich dazu sagen. Es tut irgendwie schon ein bisschen in den Augen weh. Na schön, dann machen wir Mondschau, dann machen wir halt noch. Auch wenn es. Wenn ich nicht will, aber muss. Ja, also noch 10 Sachen. Natürlich brauchen wir Hosen und so. Hier soll es auch anders sein. Schöne schwarze Hose. Kennen wir schon. Ich finde das hier halt ziemlich cool irgendwie. Eins. So, wir brauchen insgesamt 10 Sachen noch. Man ist halt so ein bisschen eingeschränkt, besonders finde ich bei Girlsrock. Wir haben gesagt dunkle Farben. Du siehst mir noch dunkel aus. Was ist das? Wir nehmen uns das mal so durch Herzen. Oh mein Gott. Auch nicht. Man kann dann die schwarze Leggings drunter. Den. Haben wir noch andere Girlsrock-Hosen? Außer die zwei? Nee, das ist Schuluniform. Street Style. Street Style. Uniform. Uniform. Oh, ist das schwierig. Ja, das, aber das finde ich so lame. Ich mag keine Dreiviertelhosen. So, 2 von 8, 10. So, die Mögen haben auch gesagt, so Sachen mit Aufdruck. Gut, dann kriegen sie halt auch mal so Aufdrucke. Ist Girlsrock ehrlich? Warte, ich muss die Farbe ändern, das geht sonst gar nicht. Das muss schon ein schwarzer Rock sein. Ich finde, ach ja, ich muss erst die Farbe löschen, Entschuldigung. Ich finde, man sollte auch den Stern so denn richtig sehen. So. Aber noch auch dunkle Farben, so dunkel ist sie, ist das immer noch Girlsrock? Immer noch. Ich mache jetzt einfach. Das Problem ist, ich brauche noch Outfits auch, ne? Ich brauche noch Outfits. Die mache ich mit kariert nochmal. Ach komm, hier kriegt ihr das karierte Ding dran. Herzen haben wir gesehen. Streifen, Punkte. Irgendwie so komische Muster. Ich hätte ganz gern einfach mal wieder Schuluniform. Ey, da könnte man so viel machen. Weil wir so viele Muster für Schuluniformen haben. Das wäre wesentlich geiler.
Jetzt müssen wir uns aber auch mal ein bisschen ranhalten hier an den Oberteilen. Ich will nicht. Okay. Ich finde, mit Oberteilen kann man... So, Girls Rock. T-Shirt mit Dings haben wir gesagt. Wie war denn das eine Oberteil? Das war so dunkelblau und dann haben sie da so... Na komm. Umdrehen. Einfach nur so ein Dings drauf getan. Nee, du schon mal nicht. Du auch nicht. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich habe. Schön, aber auch nur, weil ich keine Wahl habe. Jetzt kann ich Dings machen. Wir müssen ein bisschen kreativ werden. Beziehungsweise einfach alles zusammenknallen, was eigentlich geht. Weil was anderes haben wir leider nicht. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das so, weil ich hier nämlich ein Muster reintun wollte. Das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Oberteile ich jetzt habe. Ich mache jetzt einfach weiter. Oh, ich hätte mitlesen sollen. Speichern und senden. Dann gucken wir hier nochmal, ob wir so ganz easy peasy noch irgendwo eins finden. Ja, das war Romantik. Hat das hier nicht so, wenn ich das jetzt hier so abschneide, Girls Rock? Das war Girls Rock. So, dann kriegst du hier ein dunkelblaues. Und schwarz. Bei schwarz haben wir ja festgestellt, ist halt eine sehr wichtige Farbe. Garantiert nicht. Ich finde auch, dass die Klamotten, die man kaufen kann, wesentlich schöner sind als das, was wir hier haben. So, einmal ein lila T-Shirt bitte. Ah, mir tut's jetzt schon weh. Ich denke mal, wir haben jetzt genug. Wenn nicht, wird uns das Spiel das gleich sagen, dass sie haben noch nicht genug davon. Mhm.
So. Ja, zurück. Zurück. Weil wir müssen das eine Oberteil mit in die Kollektion reinnehmen. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich dich nehme. Ich will das nicht als Outfit machen. Es reicht, wenn es mit in der Kollektion mit drin ist, aber ich will es nicht als Outfit mit reinmachen. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt noch die Schuhe. Nehmen wir, glaube ich, die hellen. Passen besser. Ich habe halt keine Taschen für das Ding. Eins. Genau, den wollte ich dazu. Dann nehme ich dazu nehme ich den anderen Rock. Zwei. Ich bin so unzufrieden. Also Girls Rock liegt mir überhaupt nicht. Dabei mochte ich bei Style Boutique zum Beispiel diese Rocksachen total gerne. Was haben wir hier noch oben? Hier und dann kriegst du noch die anderen Schuhe. Die dunkelblauen, genau. Vier. Ja. Komm schon, lass was Gutes dabei rumspringen. Wieder nur zwei Sterne. Der sammelt das aber auch, ne? Das heißt, mit jeder Kollektion kommen wir vielleicht auch dem Ganzen näher. Mit Popstar Jill im Restaurant. Ach du lieber Jammer. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Maika. Danke, Jill. Dein Manager hat mir erzählt, dass du auf der Suche nach einem neuen Look bist. Genau, ich werde es dir erklären. In meinem nächsten Album ändere ich komplett meine Stilrichtung. Ich habe mir überlegt, dass es nur gut sein kann, wenn ich auch mein Aussehen ändere. Die Leute sehen immer nur noch das kleine Mädchen, das ich war, als ich das erste Mal im Fernsehen auftrat. Also gut, dann hätten wir eine Abmachung. Wenn du willst, suche ich für dich die neuesten Trends heraus und entwerfe eine moderne, attraktive Garderobe für dich. Dann wird man dich definitiv nicht mehr für ein kleines Mädchen halten. Das klingt gut. Perfekt, wir beginnen, sobald du das möchtest. Wenn die Garderobe fertig ist, gebe ich dir Bescheid. Danke, Maike. Die hat mir jetzt aber nicht gesagt, was für ein Ding sie haben möchte, ne? Girlrock, okay. Das kriegen wir hin. Wo ist das eine coole Oberteil, was wir auch haben? Nein. Das ist es. So. Die Hosen, die sie halt haben, sind halt nicht so extrem Girlrock, ne? Ich will nicht romantisch, ich will Girlsrock. Passt aber da nicht hin, so. Am Ende werde ich wahrscheinlich das nehmen, was so am meisten Girls-Ding hat. Noch die dunklen, dankeschön. Es gibt halt keine Taschen Girls Rock, das ist so ätzend. Gut gemacht. Dieser Auftrag schlägt sich im Bericht
sicher mit zusätzlichen Gewinnen hier. Dankeschön. Später in der Agentur. Ich habe sehr gute Neuigkeiten, Maika. Worum geht es? Ich habe einen Anruf von dem größten Fernsehsender des Landes bekommen. Die Verantwortlichen wollen, dass der bekannte Talkshow-Moderator Jack Hardy in seinem Abendsendung ein Interview mit dir führt. Wirklich, das wäre die ideale Werbung für unsere Marke. Das würde uns ein glanzvolles Image verleihen. Was sagst du, hast du ihm gesagt? Nun, ich habe ihnen natürlich gesagt, dass wir einverstanden sind. Das sind wunderbare Neuigkeiten, Barbara. Abends in einem berühmten Restaurant. Dein Auftritt im Fernsehen ist eine tolle Neuigkeit, Maika. Ich kenne Jack Hardy, den Talkshow-Moderator. Ist ein netter Mensch. Ja, ich bin so aufgeregt. Die Agentur scheint sich wirklich gut zu machen. Und Neuigkeiten wie diese sind mir sehr willkommen. Tatsächlich? Gut. Dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Voraussetzung, du bist einverstanden. Ach du gut. Bestimmt, Arlin. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich möchte noch irgendwas für die Agentur tun. Aber du hast schon so viel für uns getan, Arlin. Was sonst könntest du noch tun? Ich weiß nicht, ich könnte vielleicht deine Marke repräsentieren, wenn du einverstanden bist. Das wäre so geil. Oh, das wäre grandios, Arlin. Das ist die beste Überraschung, die du mir machen konntest. Dir gefällt also die Idee? Aber natürlich gefällt mir die Idee. Ich halte sie für super. Darf ich jetzt? Oh mein Gott, jetzt geht's so richtig ab. Also wir haben schon ein Bild da gemacht. Dann machen wir hier noch eins. Und machen dann in Tokio eine Mondschau. Wäre doch gar keine so schlechte Idee. Ich bin mit keinem Outfit zufrieden, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich finde die Outfits alle schrecklich. Aber ich habe auch kein Oberteil, wo ich sage, hey, das ist voll schön. Nicht, was ich selber designt habe. Okay, also das heißt im Prinzip, wir müssen noch eine Mondschau machen. So. Änderungen gespeichert. Was sagt das jetzt der Bericht? Starboni, deine Läden und Werbestatistik. Okay, wir müssen unbedingt eine Mondschau machen. Vielleicht kriegen wir denn noch den halben Stern. Aber wir machen die Mondschau nicht jetzt, sondern erst im nächsten Part. Und die Mondschau machen wir dann in Tokio. Wir könnten auch mal hier was machen. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.